ich. Alle anderen sind schon da. Ich glaube, ich weiß, wo man Tipps findet, wie man ein Einhorn fängt. Okay. Aha. Wo ist es? Ja, hier. Das stimmt. Ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Um ein Einhorn zu fangen, musst du eine Falle stellen. Und ich hab's geschafft. Ich muss sie nur aufstellen. Eins. Zwei. Und noch eins. Das war's. Jetzt muss ich nur noch warten. Was sind das für komische Ballons im ganzen Haus? Komisch. Sam! Warum? Komm sofort hierher! Ich brauche eine Erklärung. Wie soll ich sagen, Susi? Du kannst es wenigstens versuchen. Nun, es war ein Treffen geplant, aber das Einhorn verschwand irgendwo. Aber warum all diese Ballons? Susi, das sind nicht nur Ballons. Es sind Fallen für das Einhorn, nicht für dich. Oh, Sammy, du hast wie immer nicht bis zum Ende gelesen. Neben den Fallen brauchst du auch einen Köder. Komm, ich zeig's dir. Hallo, Leute. Heute habe ich ein unglaubliches Handwerk für euch vorbereitet. Es wird der größte Schleim in der Geschichte unseres Kanals sein. Diese Ballons halten die wichtigste Basis für jeden Schleim. Es ist natürlich Kleber. Beginnen wir also mit diesem. Hopp. Und wow, so viel Klebstoff. Und es ist so hell. Magst du diese Farbe? Hier, der letzte Tropfen. Jetzt ist es Zeit für Sams Fallen. Wo ist meine Schere? Und hopp. Gib deinen Schatz auf, Ballon. Oh. Diese kleinen blauen Sterne sind so süß. Sie sind alle raus. Jetzt muss ich sie mischen. Ich muss sie wirklich gut mischen, um sicherzustellen, dass die Sterne gleichmäßig im Kleber verteilt sind. Oh, blau und rosa sehen so hübsch aus. Schön. Ich wusste, dass ich diese Fallen aus einem bestimmten Grund gemacht habe. Ja, Sammy. Deine Fallen sind wirklich großartig. Okay, es ist Zeit für eine andere Farbe. Und hopp. Lass uns alles ausschütten. Hey, das macht viel mehr Spaß, als den Leim aus einer Flasche zu pressen. Was denkt ihr? Und das hier ist auch komplett leer. Zeit, alles zu mischen. Wow, diese Farben mischen sich so schön. Einfach hypnotisierend. Und dieser Prozess ist sehr entspannend. Die Farben mischen sich allmählich. Da... Oh, und all die hübschen kleinen Sterne im Inneren. Wow, es sieht aus wie ein Sternenhimmel. Ja, Sammy. Aber es ist Zeit, unsere nächste Zutat hinzuzufügen. Bam! Großartig. Lass uns Ballonstücke entfernen. Und jetzt fügen wir mehr Farbe hinzu. Und hopp! Diese weiße Farbe sieht fast aus wie Milch, oder? Das gibt unserer Mischung einen anderen Farbton. Und noch eine von Sams Fallen. Schneiden wir es aus. Und gießen es in unsere Mischung. Oh, so hübsch! Wow, dieser Glitzer ist unglaublich. Lasst uns alles zusammenmischen. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Ich glaube, es ist eine neue Galaxie geboren. Oh, nein, es sieht eher aus wie ein magischer Ozean. Susi, hier ist noch eine Falle, aber ich weiß nicht mehr, was drin ist. Vielen Dank, Sammy. Okay, mal sehen. Und... Was ist das? Oh, das sind wundervolle bunte Perlen. Einhorn-Style. Und noch eine Falle. Was ist drin? Das sind wundervolle Perlen für unser Meer. Schau, wie hübsch sie sind. Lass sie uns dazu mischen. Und die letzte Zutat. Das war ein echter Knaller. Der ist weggeflogen.
Lass uns den Papageien die Mischung geben. Und alles mischen. 1, 2 und 3. Wow, dieser Schleim ist großartig. Aber, ist er nicht zu flüssig? Du denkst immer weiter, Sammy. Er ist flüssig, weil wir noch keinen Borax hinzugefügt haben. Das machen wir jetzt. Oh, das war aber ein Spritzer. Aber das ist okay. Das meiste ist in der Schüssel gelandet. Und ich schütte den Rest aus. Bis zum letzten Tropfen. Hier. Jetzt können wir unseren Schleim mischen. Oh, schau. Es kommt zusammen. Unser Schleim wird dicker. Mit einem Löffel kann ich hier nicht viel anfangen. Also mache ich mit meinen Händen weiter. Ich habe noch nie so großen Schleim geknetet. Wow. Schau. Oh, unglaublich. Cool. Wow. Das erinnert mich irgendwie ans Brotbacken. Habt ihr schon mal Brot gebacken? Und hier ist unser Schleim. Es ist riesig und sehr hübsch. Ein riesiges Anti-Stress-Spielzeug. Ich könnte den ganzen Tag damit spielen. Es gibt so viele verschiedene Texturen. Oh. Und es erstreckt sich so gut. Und zurück. Und jetzt machen wir etwas Tolles. Tada! Das ist ein echter Einhornköder. Wow, das ist ein Schleim. Ich habe noch nie einen so großen gesehen. Machst du noch einen? Nun, lass es uns versuchen, Sammy. Bring alle Zutaten. Lalalala. Sammy, wie machen sich die Zutaten? Es ist ein kreativer Prozess. Es dauert länger, bis es scheint. Aber ich werde bald fertig sein. Okay, wir können anfangen. Und die erste Zutat. Lass uns alles ausschütten. Jetzt ist es an der Zeit. Blick. Lass uns einen Schnitt machen. Und es läuft. So gelb. Es sieht aus wie eine Zitrone. Oder doch nicht? Nun, egal. Es ist einfach cool, oder? Zeit ist zu mischen. Und 1 und 2. So. Was ist ein Omelett? Nicht Schleim? Was für ein Omelett, Sammy. Es ist nach deinem Rezept. Schnipp. Und ausschütten. Und jetzt dieser Ballon. Genial. Und lass uns den Rest ausschütten. So. Und noch einer. Bop. Raus mit dir. Oh, sie sind so bunt. Wie echte Edelsteine. Und jetzt mischen wir sie. Sonst verteilen sie sich ungleichmäßig und es gibt zu viele in einem Stück Schleim und das andere Stück ist leer. Hier, Susi, nimm die nächste Zutat. Ich hol den Rest. Okay. Und wir schauen, was in diesem Ballon ist. Lasst uns ihn schneiden und ausschütten. Schau dir diese blaue Farbe an. So viel blauer Leim. Nun ja, das ist richtig. Wir machen immerhin Riesenschleim. Und ich denke, das war's. Ja. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr gelbe und blaue Farben mischt? Richtig, grün. Wir bekommen diesen kühlen Farbton. Ich sehe. Ich komme genau rechtzeitig. Und 1 und 2 und 3. Okay. Und der gelbe. Oh, so viele. Ich frag mich, was drin ist. Bam! Und noch eins. Bam! Cool. Susi, was ist das denn? Ich bin weg. Sammy, es ist ein kreativer Prozess. Und der letzte. Das nenne ich ein Feuerwerk.
so viele schöne Dinge hier drin. Ich muss sie alle zusammenmischen. Hier ist eine weitere Zutat. Aber nicht pusten, okay? Und der letzte. Sammy hat das toll gemacht. Und wir machen weiter, Leute. Hier haben wir... Oh, sie sehen aus wie Bonbons, oder? Und der nächste. Es ist Pulver. Ich frage mich, ob Sam hier Einhornmagie eingesetzt hat. Lasst es uns einmischen. Es sieht toll aus. Hier kommt der hellste Stern! Ich frage mich, was da drin ist. Spielzeuge? Bam! Oh nein, fast alle haben die Schüssel verfehlt. Naja, wir sammeln sie alle ein. Ich hoffe, ihr habt die Flaschis erkannt. Sam mag sie sehr. Lasst sie uns in unseren Schleim mischen. Der erste sah aus wie der Ozean. Und dieser... Richtig. Zeit für den Borax. Hey, hey. Und schneiden. Wow, das war ein Brunnen. Lasst uns nun den Schleim machen. Ich beginne mit dem Löffel. Nein. Es ist besser, so viel Schleim mit meinen Händen zu mischen. Sieht nicht so gut aus, aber es sollte bald dicker werden. Ich werde es gut kneten. Ja, schaut, es wird dicker. Es wird ein toller Schleim. Fertig. Zeit zum Spielen. Wow, das ist toll. Ich kann meine Hände darin versenken. Und es ist so dehnbar. Du kannst sehen, was drin ist. So viele verschiedene Objekte. Was für ein toller Schleim. Ich freue mich. Lasst uns ihn dehnen und wieder zusammenbringen. Cool. Habt ihr schon mal mit so einem großen Schleim gespielt? Es ist wirklich riesig. Es passt kaum auf den Tisch. Tada! Größeres Wort daraus machen. Lass es uns versuchen, Sammy. Leute, abonniert unseren Kanal. Und erzählt euren Freunden von unserem Kanal. Und wir werden jetzt das Einhorn fangen. Warte, du hast den Köder vergessen. Oh, dieses Schleim. Tschüss, Leute.